Am Abend des 18. September öffnete in Waldheim eine neue Galerie. Diese widmet sich dem Thema Resozialisierung durch Kunst und Kultur. Sie beschäftigt sich mit den Ergebnissen der Resozialisierungsmaßnahmen und den Therapien im deutschen Strafvollzug. Die erste und einzige stehende Galerie für solche Arbeiten in Deutschland. Und ich hoffe, Sie verbreiten das ein wenig, damit die Bevölkerung begreift, dass Resozialisierung eine Art von Friedensarbeit ist, die dann nämlich Wirkung zeigt, wenn alle wieder rauskommen, sagte François Maillère-Presley. Die Grußworte des Abends sprach Bürgermeister Steffen Ernst. Er nutzte die Gelegenheit, der François Maillère-Presley-Stiftung für ihr vielfältiges Engagement in der Region zu danken. Unter den Gästen des Abends war neben Waldheimer Künstlern und Stadträten auch Dr. Jana Pinker. Sie ist Abgeordnete für die Fraktion Die Linke im Sächsischen Landtag. Die ausgestellten Modelle entstanden im Rahmen von Kunstprojekten in der JVA Waldheim. Die Gefangenenbetreuung in diesem Projekt ist ehrenamtlich. Bei dieser für alle Besucher kostenlos zur Verfügung stehenden Galerie handelt es sich um eine weitere Aktivität der François Maillère-Presley Stiftung im Raum Mittelsachsen. Die Ausstellung ist ein Ergebnis des Buches Resozialisierung durch Kunst und Kultur, in dem zu diesem Thema Stellung genommen wird.